Ich bin ja Finanzbeamter gewesen und habe Yoga nebenbei gemacht, erstmal. Ein ganz normal, wie jeder klassisch anfängt, mit Rückenproblemen. Und ja, so bin ich dann zum Yoga gekommen und dann fand ich so klasse, habe es hauptberuflich gemacht. Herzlich willkommen zu einem neuen spannenden Interview. Diesmal mit einem neuen Format. 10 mal 10 Minuten. 10 Fragen in 10 Minuten. Sodass ihr kompakt und zügig einen Überblick bekommt, wer ist da in der anderen Leitung drin. Und wir fangen auch direkt an. Wir steigen direkt ein. Ich starte die Zeit und es geht los. Und meine erste Frage: Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Thomas Möllmann. Ich bin hauptberuflich Yogalehrer und Ernährungs- und Gesundheitsberater. Nebenbei bilde ich noch Yogalehrer aus und ich coache auch persönlich Leute. Was war für dich der Auslöser, ins Yoga einzusteigen und auch ein Yoga-Studio aufzumachen? Der Auslöser war damals, dass ich eigentlich mit meiner beruflichen Lage unzufrieden war. Ich bin ja Finanzbeamter gewesen. Und habe Yoga nebenbei gemacht, erstmal. Ein ganz normal, wie jeder klassisch anfängt, mit Rückenproblemen. Und ja, so bin ich dann zum Yoga gekommen und dann fand ich so klasse, habe es hauptberuflich gemacht. Ach so, genau, die zweite Frage war zum Yoga-Studio. Ja, das war dann meine große Vision. Ich war mal beim Seminar und da habe ich mir Gedanken gemacht, wo soll der Weg hinführen? Was wäre jetzt richtig geil, mal aufzumachen? Da habe ich gesagt, ja, ein eigenes Yoga-Studio haben, weil ich gerne ein freiheitsliebender Mensch bin. Und innerhalb von 1,5 Jahren habe ich es dann umgesetzt. Und was ist Yoga für dich? Schwere Frage, weil das ist alles. Und das ist eine Lebenseinstellung, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, das ist eine körperliche Entwicklung und Yoga ist eigentlich ein Weg. Also Yoga heißt übersetzt binden, ja, also man möchte den Geist binden. Früher war es nur was Geistiges, heutzutage ist es ja mehr was Körperliches. Es heißt aber auch zusammenführen und für mich ist es Körper und Geist in Einklang bringen und die Seele auch. Für wen ist denn Angebot? Für alle. Also das ist unser großer Vorteil, wir bieten Yoga für jung bis alt an. Da wir sehr dynamisches Yoga machen, ziehen wir auch junge Menschen und Männer an, weil es sehr körperlich betont ist. Aber gleichzeitig erreiche ich auch damit die älteren Menschen. Also mein Ältester ist, ich glaube jetzt 84, der ist mit 82 angefangen. Und auch mit dem mache ich dynamisches Yoga. Und für die ist es auch wichtig, Muskelkraft wieder aufzubauen. Deine Reaktion auf Corona oder deine Aktion in der Corona-Zeit? Meine Reaktion ist, dass ich am Anfang ziemlich geschockt und wütend war. Habe sehr viel sofort gearbeitet. Also bei mir ist es dann immer, ich gehe genau in den entgegengesetzten Weg. So richtig Corona verstanden für mich habe ich erst vor einer Woche, muss ich ganz klar sagen, weil der zweite Lockdown, muss ich sagen, der hat mich dann innerlich doch ein bisschen wütend gemacht, weil wir einen Tag nach unserer Studioeröffnung das Studio direkt zumachen durften. Und ich habe aber verstanden, dass das jetzt für alle Menschen eigentlich so ein Katalysator ist. Also es ist in die digitale Welt sind wir reingeschossen worden, aber es ist ein Verstärker für alles. Die Menschen, die vorher ängstlicher waren, sind noch ängstlicher geworden. Die Menschen, die vorher wütender waren, sind noch wütender geworden. Die Menschen, die vorher zu knapsen hatten, wie die Gastronomie, für die ist es noch enger geworden. Und die Menschen, für die richtig Geld gemacht haben, so wie Amazon, die sind auf einmal noch reicher geworden. Also alles ist so ein bisschen zum Katalysator geworden. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann muss man sich einfach schauen, warum man so ist, wie man ist. Und dann den Weg in die richtige Richtung lenken. Und das habe ich für mich jetzt, glaube ich, verstanden. Bei mir war es, wie gesagt, die Wut. Und dass ich jetzt einfach schaue, wie können wir in dieser Zeit nicht nur rauskommen, sondern auch gewinnbringend rauskommen. Wo willst du noch hin? Deine Pläne und Ziele? Ja, erstmal geht es darum, das Studio zum Laufen zu bringen. Also wir haben ja jetzt, wie gesagt, wir hatten vorher ein 90 Quadratmeter großes Studio, jetzt haben wir über 250 Quadratmeter selbst gebaut. Das muss natürlich erstmal gefüllt werden.
Und ja, auf Dauer kann ich es dann, ehrlich gesagt, da noch gar nicht sagen. Also es geht mir darum, also wir bilden ja noch aus, das alles ein bisschen zu erweitern, das alles ein bisschen zu vergrößern. Und jetzt war ja erstmal das erste groß gesteckte Ziel ist ja jetzt erreicht. Und jetzt überlege ich mir, was die nächsten großen Ziele sein können. Insgesamt geht es aber darum, eher nicht immer mehr, sondern auch dabei glücklich zu sein. Also das ist ein großes Ziel, glücklich zu sein und zu bleiben. Okay, da passt die nächste Frage ganz gut dazu. Die Macht des Universums oder mit Struktur und System zum Ziel? Beides ist wichtig. Also die Macht des Universums, also ich glaube, es gibt eine Energie, die hinter allem steckt. Und daher ist Dankbarkeit für mich da ein großes Element, was wichtig ist. Aber auch Struktur. Ich sage, wenn man keine Struktur hat, wird man, also das ist halt so das Problem, was viele Yoga-Lehrer haben. Viele Yoga-Lehrer sind halt so ein bisschen strubbelig manchmal. Ich meine das jetzt auf die gute Art im Kopf. Und ich habe den Vorteil, da ich aus der Finanzbranche komme, dass ich mich mit Finanzen auch noch ganz gut auskenne. Und daher weiß ich, glaube ich, ganz gut, was geht und was nicht geht. Also es braucht Struktur. Gleichzeitig braucht es diese Demut und Dankbarkeit aus dem Universum, glaube ich. Ja. Okay. Vata, Pitta oder Kapha? Ja. Kurz und knapp erläutert. Vata, das luftige Element, das windige Element. Pitta ist natürlich das Feuer, steht auch fürs Verdauungsfeuer, für die Intelligenz. Und Kapha steht für momentan Corona fürs Immunsystem. Ja. Ganz kurz erläutert. Okay. Letzte Frage, dann sind wir auch schon durch. Was gibst du uns mit auf den Weg? An seinen Zielen und Träumen festhalten. Das halte ich persönlich für eins der wichtigsten Sachen, seinen Weg zu gehen und viel lesen. Das ist das Wichtigste mit. Also man muss sich, wenn man irgendwo gut sein möchte, muss man Experte sein. Das sind so die Sachen, die ich kurz und knapp mit auf den Weg geben kann. Klasse, super. Ja. Thomas, ich danke dir für die Premiere. Das war sogar noch unter 10 Minuten. Unter 10 Minuten. Unter 10 Minuten. Wir haben jetzt knapp 7 Minuten gebraucht. Ja. Ja. Spannend. Ich danke dir vielmals für die Zeit, Thomas. Und wenn man mehr über dich erfahren möchte, wir verlinken, oder ich verlinke es unten in den Shownotes und dann gibt es mehr über Thomas und seine Yoga-Praxis und sein Yoga-Studio. Dankeschön. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.